Liebe Abonnenten, heute ist der 16. Eigentlich gar nicht so spät im Monat, im Abo-Verlauf, für mich aber schon, weil ich die ersten Abos schon am Freitag rausgeschickt habe, die kleinen. Und ein Teil der mittleren, die restlichen mittleren am Montag und die letzten großen dann heute am Mittwoch. Es war diesen Monat ein bisschen zerrupft, weil am Wochenende 12. 13. war noch der Designgipfel in Münster, wo ich einen Stand hatte und meine Pralinchen verkauft habe, Karamell und Macadamias, die sehr gern und gut angenommen wurden. Und dann war ich gestern noch auf einem Kongress, wo ich Pralinen machen durfte für die Kongressgäste. Und deswegen ist das Abo diesen Monat ein bisschen zerrupft, aber nicht weniger frisch und nicht weniger mit Liebe gestaltet. Ich habe diesen Monat meiner Ansicht die große Packung für euch. Also, wir haben diesen Monat die klassischen Schokoladentrüffel, die es eigentlich immer bei uns gibt, die auch jeder mag, fast jeder. Dolce Espresso, Espresso-Karamell auf Haselnuss-Nougat in Dolce und mit einem Zart-Bitterboden, damit der Abgang der Praline, der Nachgeschmack nicht so süß ist, sondern eher herb. Als drittes die Cookie-Mandel-Creme, auch wieder ganz frisch. Und als viertes, nur im Großen und im Kleinen, nicht im Mittleren, Passionsfrucht-Karamell. Alles schon Klassiker aus unserem Programm, keine Experimente diesen Monat. Habe ich mir gespart. Außerdem hatte ich mal wieder Lust auf diese Klassiker. Und die Cookie und die Dulce habe ich jetzt auch für einen Wettbewerb eingereicht. Mal gucken, ob es reicht. Drückt mir die Daumen. Als Tafel habe ich diesen Monat Joghurt-Sauerkirsch, weiße Schokolade mit Magermilch-Joghurt-Pulver und Sauerkirsch-Crispies, die gefriergetrocknet sind. Also keine Aromen, kein Farbstoff, kein Schickimicki. Nein, Schickimicki nicht, also auch kein Sojalecithin, keine Vanille. Da ist wirklich nur das drin, was drin sein muss. Und das ist wirklich wunderbar säuerlich, süß-säuerlich. Und ich habe die lange nicht gemacht. Ich glaube, letztes Jahr gab es die gar nicht. Und freue mich, dass ich die jetzt wieder im Abo habe. Und freue mich auch auf eure Bewertung. Als Snackdose unsere Macadamias in Dulce Schokolade, schön vergoldet. Viel Freude damit. Und als Goodie im Kleinen und im Großen unsere Erdnussbusch. Erdnusskaramell auf Basis vom Salzkaramell mit Erdnüssen. Und Erdnuss-Nougat mit selbstgebackenen Erdnusskeksstückchen. Sehr lecker und sehr dekadent. Also am besten ein bisschen in Scheibchen schneiden oder in Stücke schneiden und dann snacken. Lasst es euch gut schmecken, sage ich mal. Ich habe auch seit einer Woche stehen schon meine Hasis fertig. Ihr habt ja das letzten Monat, glaube ich, habe ich die Form, glaube ich, gezeigt. Oder in irgendeinem Video auf Insta, weiß nicht, in der Story. Ich glaube, in der Story war es. Die Hasis sind schon fertig. Ich habe nur noch keine Zeit gehabt, sie zu fotografieren. Das sind meine neuen Hasis. Und die wird es auch in allen möglichen Schokoladensorten geben. Vollmilch, weiße, zartbitter und in Dulce werde ich sie anbieten. Ich muss nur noch fotografieren, dann könnt ihr sie auch bestellen für Ostern. Und dann werde ich diese Woche jetzt, den Rest der Woche, auch die ersten Diamanteier fertigen für meine Münchner Mädels, zwei Sinne. Und dann kann es losgehen mit Ostern. Ja, jetzt stehen auch wieder ein paar Pralinenkurse an. Im Wein am Schloss jetzt am Wochenende und nächstes Wochenende mit Weinverkostung und Tapas. Das ist auch immer sehr nett und vor allen Dingen bei mir vor der Haustür. Sehr praktisch, dass ich nicht so weit fahren muss. Und ja, ansonsten passiert viel und auch wieder nicht so viel. Das übliche Programm. Ich freue mich. Genau, ich wollte noch sagen, also nächsten Monat im Abo, im April, sind dann auch die Diamanteier drin. Also wer jetzt kein Abo hat, der kauft das am besten jetzt oder lässt sich schenken. Bis zum 5. April nehme ich die Bestellungen an für das Abo. Danach ist es zu spät. Also wer Lust auf die Diamanteier hat und sich die auf jeden Fall sichern will, der sollte jetzt dann sich das Abo noch zulegen. Jetzt sind vor allen Dingen viele Plätze wieder frei geworden, weil der Hype von Weihnachten gerade durch ist. Die meisten haben 3 Monate gekauft. Das heißt also, die letzten 3 Monate hatte ich extrem viele Abo-Boxen. Und jetzt ist so ungefähr die Hälfte wieder weg. Also, ich habe Platz und Lust und ja, kauft euch ein Abo und dann sehen wir uns nächsten Monat im April mit den Diamanteiern. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren und frühlingshaften restlichen Monat. Bis dann!